Ein herzliches Hallo von mir an euch. Uff, bin ich gerade aufgeregt. Dabei spiele ich doch einfach nur eine Folge Dead by Daylight. Oder eine Runde. Es wird eine Folge für euch. Ich dachte mir, ich nehme euch einfach alle mit. Und ich spüre quasi euren Atem in meinem Nacken. Deswegen bin ich, glaube ich, auch so aufgeregt. Aber ihr habt wahrscheinlich ja die anderen Dead by Daylight Videos auf meinem Kanal schon gesehen. Und jetzt dachte ich mir, warum nicht einfach mal eine Folge ganz alleine aufnehmen? Ne? Warum nicht? So. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Bill rennen! Oh nein! Wir haben Diggerin. Es ist natürlich super, dass ich in der ersten Folge, die ich alleine für euch aufnehme, in so einer Indoor-Map gelandet bin, die mir eigentlich gar nicht so taugen. Aber okay. Sie hat von mir abgelassen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich bin... Oh. Oh. Ich glaube, ich habe das Wiegenlied der Jägerin gefunden. Das zerstören wir direkt mal. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich so erzählen soll. Ich bin wirklich aufgeregt. Das könnt ihr mir glauben. Dabei spiele ich DBD nun seit einigen Monaten und dürfte des Spieles wegen eigentlich nicht aufgeregt sein. Ich bin's aber. Verzeiht mir also bitte den ein oder anderen Versprecher, falls denn hier einer vorkommen sollte. Ich gehe davon aus, ich bin nämlich so eine, die sich sehr oft verspricht, verhaspelt. Ich habe auch noch nichts Sinnvolles diese Runde gemacht. Ich gucke jetzt mal hier oben nach dem Jen. Aber da ist schon jemand dran. Okay, dann gehe ich wieder runter. Und suche mir einen Ort, wo ich arbeiten kann. Nehme jetzt den Jen hier hinten. Mal gucken, wann die ersten Gems angehen. Es würde langsam Zeit werden. Aber die Jägerin hat halt auch noch niemanden getroffen. Oh, shit. Mist. Das ist nicht gut. Sie weiß, dass ich hier bin. Es kann halt auch mein Glück sein. Wir haben im Spiel ja so ein Archiv. Und da ist diesen Monat die Huntress als Killer quasi gefeatured. Und jetzt werden wahrscheinlich viele auch die Huntress spielen, die sonst nie Diggerin spielen. Das heißt, eventuell gibt es da mal so ein paar Querschläger, die halt nicht treffen. Okay, sie ist hinter der nächsten her. Das heißt, ich kann mich hier kurz in Ruhe heilen. Bill ist halt auch ziemlich laut. Problem ist, ich werde meinen Jen nie wiederfinden. Ich habe einen Orientierungssinn wie ein Tintenfisch. Weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was Tintenfische gerade für einen Orientierungssinn haben. Aber ich finde einfach nie die Gens wieder, wo ich dran war. Zumindest in den Indoor-Maps. Auf dem Fell, also auf der Farm, auf dem Schrottplatz, Macmillan. Ist alles kein Problem, aber... Der ist an... Das ist wirklich nicht meine Runde. Ich kriege hier nichts Sinnvolles zustande. Ich habe bisher nichts gemacht. Oh, mein Jen. Hey, cool. Irgendwie nichts gemacht. Ich glaube, es wird tatsächlich Zeit, dass die erste am Haken hängt, also für den Killer. Es könnte auch sein, dass sie dann noch Nöte dabei hat. Kann ich verstehen, wenn ich Killer spiele. Ich spiele eigentlich auch immer mit Nöte. Deswegen will ich mich eigentlich nicht beklagen.
Aber das ist immer so bitter, wenn du kurz vor Ende noch niedergeschlagen, niedergestreckt wirst. Also ich versuche mal den Jen hier durchzuziehen. Denn hinten wurde gerettet und geheilt. Sehr gut. Ich höre auch keinen Summen, ich höre keinen Herzschlag. Das heißt, den Jen kriege ich definitiv durch. Und dann gehen wir nur noch... Hier siehst du dorthin. Jetzt gehen wir nur noch auf die Suche nach dem letzten Jen. Ich weiß jetzt nicht, ob der im Labor oben fertig geworden ist. Ich muss schon sagen... Oh, da hinten war sie. Die haben ja das Lullaby von der Jägerin überarbeitet mit dem neuen Patch. Ich muss sagen, das klingt wirklich gut. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Oh, ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, wo das Labor ist. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich guck mal, ob hier ein Totem ist. Nein, okay. Hier sie. Oh ja, dann nehme ich den. Sie zielt auf jeden Fall auf irgendwen. Das höre ich immer an diesem Pling, was da kommt. Es könnte schwierig werden, den Jen hier durchzubekommen. Vor allem. Wenn man den Skillcheck nicht trifft. Jetzt habe ich mich wieder nur darauf konzentriert, wo denn mein Mate aufgehangen wird. Und habe nicht mehr am Jen aufgepasst. Ich versuche mal retten zu gehen. Okay. Ich muss gar nicht retten gehen. Dann wieder den ganzen Weg zurück. War, glaube ich, ein Totem, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier sie jagt. Okay, okay. Oh nein, ist schon wieder da hinten. Okay, somit waren alle meine Mates einmal am Haken. Los, wir müssen es schaffen. Okay, es ist jemand da zum Retten direkt. Das ist sehr gut. Aber noch geht sie nicht weg. Sie rennt auch dort hinten rum. Sie ist ein bisschen... Campy, wenn man das schon als Campy bezeichnen möchte. Wir bleiben jetzt hier sitzen. Und ziehen den Jen durch. Ich glaube, das müsste ich schaffen. Wenn ich jetzt nicht noch einen Skillcheck versemmel. Ja, wir versuchen es. Sie ist beschäftigt. Entschuldigung. Das heißt, ich werde den Ausgang... Verdammt. Oh. Sie haben aufgemacht, die anderen. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ist das nötig, wenn sie jetzt Blutwächter hat, ne? Leute, ich habe so Schiss vor Blutwächter. Nee, okay. Oh. Ich habe halt gehofft, sie wirft einmal, dass die anderen vielleicht wissen, ob sie nötig hat. Ich warte mal. Ich lasse sie mal mich treffen. Ich möchte jetzt nicht reinrennen, wenn ich nicht weiß, ob sie Nöte hat. Also,
Ja, sie war beschäftigt mit mir. Die andere ist runter. Okay. Kein Nöt. Jetzt hoffe ich nur, die anderen schaffen es noch. Ich weiß, ich bin so ein kleiner Schisser. Und ich weiß, ich kann rausgehen. Dann möchte ich ungern wieder rein. Wenn sie mich trifft, ist nicht so schlimm. Ich falle rein theoretisch raus. Schade. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen noch rausgekommen sind. Ich muss mehr helfen. Ich weiß das. Das Matchmaking war aber in Ordnung. Da kann ich mich jetzt nicht beklagen. Es sind alle rausgekommen. Sehr gut. Meine Punkte sind nicht so super, weil ich halt am Anfang wirklich nichts gemacht habe. Ich habe am Ende 2 Gens durchgezogen. Aber ich bin rausgekommen und das in meiner ersten Folge DBD ganz alleine. Ein Erfolgserlebnis. Und bevor ich jetzt die Folge einfach unnötig in die Länge ziehe, bedanke ich mich fürs Schauen und ich sag bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.